Leider schaffen es Immunzellen nicht immer, Tumorzellen abzutöten, weil sie den Tumor oft nicht erkennen. Das führt dazu, dass der Tumor unkontrolliert wächst. Unser Ziel ist es, das Immunsystem dabei zu unterstützen, den Tumor besser zu identifizieren, damit es ihn bekämpfen kann. Dafür zeigen wir den Immunzellen über Rezeptoren, anhand welcher Peptide sie den Tumor erkennen können. Und das geht so. Im Labor werden die Peptide individuell aus dem Tumorgewebe von Patienten bestimmt. Dadurch ist es möglich zu erkennen, was Immunzellen sehen. Alle gefundenen Peptide werden dann mit dem HLA-Ligandenatlas verglichen. Das ist eine Datenbank für Peptide, die auf gesundem Gewebe vorkommen. Durch den Abgleich kann man im Ausschlussverfahren Peptide bestimmen, die nur auf dem Tumor vorkommen. Diese tumorspezifischen Peptide werden dann synthetisch im Labor hergestellt und als therapeutische Peptidimpfung den Patienten verabreicht. So unterstützt die Impfung patrouillierende Immunzellen dabei, kranke Tumorzellen zu erkennen und abzutöten.